Erstmal hallo an Master Jam und an die Master Jam Community. Heute bin ich das Türchen, das neue Adventstürchen. Und Master Jam hat mich gefragt, ob ich nicht einen kleinen Witz erzählen könnte. Und das will ich tun. Wir haben ja jetzt bald Weihnachten. Und ich habe mir überlegt, da machen wir doch mal einen christlichen Witz. Ein Witz über den Papst, das hat doch was. Also ihr kennt doch sicherlich Papst Franziskus. Das ist ja ein bodenständiger, ein lieber Papst. Also jemand, der nicht abgehoben ist. Jemand, der auch immer unten geblieben ist. Und da ist Folgendes passiert letztens. Der Papst saß mal wieder im Vatikan. Er war ganz alleine dort und er hat halt so ein bisschen das Leben vermisst draußen. Er wollte wieder mal rauskommen. Dann geht er halt so raus zu seinem Chauffeur und sagt, du hör mal, ich habe jetzt schon so lange, bin ich nicht mehr selber Auto gefahren. Wir machen das heute mal anders. Du setzt dich heute hinten rein und ich werde heute mal ein bisschen Auto fahren. Und dann setzt sich der Papst halt rein am Fahrersitz. Da meinte Chauffeur, ja, kann man eigentlich nicht machen. Aber gut, Sie sind der Heilige Vater. So, natürlich fahren Sie ruhig. Und dann fährt der Papst mit dem Chauffeur los. Chauffeur sitzt hinten drin, Papst sitzt vorne am Steuer. Fährt da am Eingang vom Vatikan, wo die Schweizer Garde, wo die Gardisten stehen. Und die gucken da so rein und sehen dann so, oh, der Papst fährt Auto. Denken die, oh Gott, was ist denn jetzt los? Aber gut, sie lassen ihn weiterfahren. Es ist ja der Heilige Vater. Und dann irgendwann kommt hinter ihm Blaulicht. Also geht das Blaulicht an, Polizei hält den Papst an. Der Papst ist natürlich rechts rangefahren, weil die Polizei hat ihn halt angehalten. Und beide Polizisten sitzen dann da im Auto. Der eine geht dann raus, geht dann zu dem Fahrer hin, also zum Papst hin, guckt dann so rein, wollte ihm halt sagen, der ist zu schnell gefahren. Und dann sieht er dort den Papst. Und dann sagt er, Sie sind der Heilige Vater. Und ja, fahren Sie ruhig weiter, alles gut, fahren Sie ruhig weiter. Und dann geht der Polizist wieder zurück zu seinem Kollegen, der noch im Auto wartet. Der sitzt dann einfach da komplett bleich, kann gar nichts sagen und dann fragt halt der Kollege, ja, was ist denn passiert, wer saß denn da drinnen? Ich weiß nicht, wer da drinnen saß, aber sein Chauffeur war der Heilige Vater. So, das, also das ist der Witz zu Weihnachten. Wer da drin saß, vielleicht könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Und insoweit alles Gute für die nächsten Weihnachtstage. Und ich bedanke mich dafür, dass ich hier dabei sein darf. Und ich wünsche euch was. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.